Hi. Oh Gott, das ist das erste Mal, dass ich wirklich, wirklich planlos bin und überhaupt keine Ahnung habe, was für ein Video anfange ich an, wie ich. Ach, komm, vergesst das einfach. Ihr seht meine Punkt, Punkt, Punkt vor eurem Bildschirm, Fernseher, was auch immer. Das reicht doch schon als Begrüßung eigentlich. Ich kann euch nur sagen, ich bin wieder zurück mit einem neuen Video, aber das seht ihr ja sicherlich. Deswegen fange ich einfach an. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, aber vorher nochmal. Ich habe mir überlegt, damit ich. Ach nee, was ist das? Ich habe mir überlegt, ich habe ja auch schon mal zur der After-Buchreihe von Anna Todd und den Filmen dazu ein Review gemacht, meine Meinung zu den Filmen und zu den Büchern gesagt und was mir meiner Meinung nach besser gefallen hat und so und so und so und so. Und es kommt ja jetzt, im August kommt ja auch der letzte Teil After Forever in den Kinos, aber dazu werde ich später erst kommen. Da werde ich natürlich wieder einen kleinen Kinovlog hochladen. Ich lade fast jedes Mal einen Kinovlog hoch, wenn ich im Kino bin. Meistens mit Adin, aber dieses Mal gehe ich ohne ihn hin. Er ist sowieso nicht so unterwegs, aber da gehe ich auch gerne lieber alleine hin. Heute geht es nicht um ein normales Buch, sondern eher so eine Art Comicbuch. Also, wenn es nicht so heißt, tut es mir leid für die Leute da draußen, die es vielleicht auch kennen. Aber da, ich nenne es jetzt einfach mal so, weil es so eine Art Comicbuch ist, würde ich jetzt mal behaupten. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Und zwar geht es heute, ich halte das mal kurz weg, geht es heute um die Kick-Ass-Reihe. Wieso komme ich mir dabei so doof vor, obwohl das eigentlich nur eine ganz normale Comicbuchreihe ist? Es gibt wahrscheinlich noch viel mehrere Bücher von diesen Autoren und Herstellern, zum Beispiel auch noch eine private. Dazu sage ich ja auch noch mal was, aber das ist alles irrelevant. Das habe ich nicht vorgehabt, mir zu holen. Ich wollte nur die einzig wahre Buch-Kick-Ass-Reihe. Und da gibt es einmal den allerersten Teil. Ich bin total planlos. Ich fange einfach ganz entspannt an jetzt. Ganz entspannt. Ich habe Zeit. Vielleicht wird es ein längeres Video. Ich werde versuchen, nicht zu cutten. Beziehungsweise ich werde nicht cutten. Lehnt euch zurück. Nehmt euch Snacks. Gönnt euch meine Dummheit. Voll perplex. Ey, das hat sich ja sogar gereimt. Egal. Ich fange an mit dem Comicbuch Kick-Ass Band 1. Weil logischerweise ist das ja auch das, wobei man anfängt. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum ist das nur so dünn? Das ist davon, dass das Kick-Ass Band 1 ist. Kann man hier vielleicht ein bisschen erkennen. Wenn nicht, tut's mir leid, sorry. Aber es ist die Vorlage zum Kinofilm. Aber darüber sage ich am Ende nochmal was. Das habt ihr aber eh wahrscheinlich schon im Titel gelesen. In dem. Naja, um was in dem Buch gleich um. Also worum es im Buch versus Film. Ich bin so durcheinander. Nochmal tief durchatmen. Ich glaube, ich brauche echt mal so eine Entspannungstipps. Worum es jeweils Buch und Film, die Hauptstory sozusagen und die Charaktere, die irrelevant sind oder so, die benenne ich gleich. Auf jeden Fall, es gibt drei Bücher. Das hier ist der erste, beziehungsweise Band 1. Ich habe jetzt Teil 2 und 3 habe ich als Gesamtausgabe. Teil 1 habe ich jetzt leider nur als ein Band, also quasi in zwei Hälften aufgeteilt. Das ist das Band 1, also das erste von dem ersten Buch. Und das zweite habe ich jetzt noch nicht. Das kommt spätestens morgen mit der Post an. Aber das ist ja bestimmt nicht so schlimm, weil ich habe das hier, diese Hälfte schon durchgelesen. Und da ich den, ich muss ehrlich sagen, ich habe die Filme erst vor den Büchern gelesen. Also, aber dazu. Und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, außer halt nochmal, dass es drei Bücher gibt. Ich habe insgesamt bald alle, wenn ich die andere Hälfte vom ersten Teil auch noch habe. Deswegen seht ihr wahrscheinlich hier der dritte Teil. Guck mal, die sind ein bisschen dicker als dieses Schwabbelding hier. Und ja, dann gibt es natürlich auch Verfilmungen von Kick-Ass, nämlich zwei. Den dritten haben sie nicht verfilmt. Für diejenigen Leute, die sich denken, logischerweise müsste da noch ein dritter kommen, dazu sage ich natürlich auch gleich noch was, was meine Vermutung ist. Ich sage hier nochmal, wenn ihr die Filme nicht kennt, dann
Bleibt trotzdem dran, vielleicht könnte es euch ja interessieren. Ich sag euch, Film, jeweils Comicbuch sind sehr zu empfehlen. Mich hat beides unterhalten. Der Film oder die Filme ein bisschen mehr als die B Comicbücher, aber ich hatte mit beidem meinen Spaß und kann sie euch mal empfehlen. Wenn ihr nicht so einen Superhelden-Fetisch habt, also sorry, aber wenn ihr nicht so ein Fame dafür seid, ich bin auch nicht so ein großer Fan davon. Ich habe viele Marvel, DC-Filme und so gesehen. Aber ich bin auch nicht so der Superheld-Flow, ja. Aber diese Reihe hat mich einfach ein bisschen inspiriert, sagen wir es mal so. Also, ich habe den Film oder ach, die Filme. Ich habe jetzt hier nur den ersten. Den zweiten habe ich auf DVD, aber den habe ich jetzt gerade nicht hier. Deswegen habe ich nur den ersten. Aber jetzt kommt es erstmal ganz in Ruhe. Jetzt kommt es erstmal zu der Story, worum es jeweils Buch oder Film überhaupt geht. In dem Comic-Film Kick-Ass geht es um einen Jungen namens Dave Lususki oder wie der ausgesprochen wird, der Nachname. Und es hat, und das ist die Hauptfigur in unseren Büchern, Filmen. Und es ist ein stinknormaler Typ, sagen wir jetzt mal so. Er ist ein Nerd, er liest gerne Comic-Hefte und steht auf Superhelden, also jetzt nicht so steht, aber er mag es darüber halt. Und eines Tages fragt er sich, ich glaube als einzigster, warum hat es eigentlich noch nie jemanden gegeben, der sich als Superheld versucht hat? Ich meine, er hat schon recht. Bei allen Leuten, die auf Comichefte stehen, gibt es doch bestimmt irgendeinen Vollidioten, sage ich es mal so, der sich vielleicht mal als Superheld versuchen wollte. Das geht ihm auf jeden Fall nicht durch den Kopf. Und ja, er hat, wie gesagt, erstmal ein ganz normales Leben. Er hat zwei Freunde. Er hat einen Crush. Die heißt Katie Doma oder wie die heißt. Komischer Nachname. Die haben alle so komische Nachnamen. Und erstmal ein stinknormales Leben, bis er sich dann aber entschlossen hat, sich ein Kostüm zu bestellen. Und zwar, das sieht man jetzt hier auf dem Bild perfekt, so ein Neoprenanzug. Und damit halt auf Patrouille zu gehen und den Menschen da draußen zu helfen. Aber das Problem ist halt nur, dass er ein absoluter Vollversager ist, sage ich jetzt mal so, wie es ist. Und anstatt Prügel zu verteilen, muss er manchmal ganz schön selber was einstecken. Aber durch eine Situation schafft er es dann doch, richtig Fame zu werden und lernt dann kurzerhand auch noch zwei andere Superhelden kennen. Die nennen sich einmal Hit Girl und Big Daddy. Die waren irgendwie vor ihm schon Superhelden, aber irgendwie auch nicht, weil die sich auch irgendwie nur rächen wollten oder so. Auf jeden Fall, um die geht's in den Büchern, wird die Geschichte von denen überhaupt nicht erzählt. Ja, da tauchen die in der Mitte einfach so auf. Im ersten Buch auf jeden Fall tauchen die einfach so auf und ich dachte mir so, es wurde mir gar nicht erzählt, wer die überhaupt sind. Klar, durch den ersten Film oder da ich die Filme als erstes gesehen habe, kenne ich diese Charaktere schon, aber im Film fand ich das wirklich viel besser, weil sie da auch ein bisschen was über die Charaktere auch erzählt haben, also die Vorgeschichte und so. Aber gut, das muss nichts heißen. Auf jeden Fall trifft er dann die beiden und naja, was heißt Freundschaft entsteht da nicht so richtig, aber er lernt sie auf jeden Fall kennen und sie unterstützen ihn auch ein bisschen. Also, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Hit Girl rettet ihn in einer Situation den Punkt, 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 sage ich jetzt mal. Und dadurch fühlt er sich halt in ihrer Schuld sozusagen. Aber egal, das ist einfach die Hauptstory. Jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich denken, wie es weitergeht. Aber dann gibt es natürlich noch einen Bösewicht, wie sonst auch. Der im Buch heißt er, glaube ich, Johnny Genovese oder irgendwas. Im Film heißt er Frank DeNico. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen doof, dass sie die Namen irgendwie verändert haben. Ich meine, anstatt, wenn du das schon verfilmst, ja, dann kannst du doch die Namen auch gleich übernehmen. Was soll das? Dachte ich mir so. Aber gut, wir haben es hier mit dem Buch zum Film sozusagen zu tun. Das muss man nicht verstehen. Das ist ja bei der After-Reihe, beziehungsweise bei jedem Buch zum Film genauso. Also habe ich einfach die Tatsache jetzt mal ignoriert, dass die den Namen einfach komplett weggelassen haben. Und dieser
Dieser Frank hat auch einen Sohn namens Chris D'Amigo. Im Buch heißt er Chris Genovers, aber ist doch vollkommen egal, ist vollkommen wurscht. Das interessiert jetzt gar keinen. Der Nachname wurde geändert. Wow, schön. Und bei dem Vater wurde der Name halt komplett geändert. Ist doch jetzt vollkommen Butter bei den Fischen. Auf jeden Fall, der steht auch gerne auf Comic-Hefte und würde gerne die Geschäfte seines Vaters übernehmen. Der Vater hält ihn natürlich nicht so für. Der hält ihn nicht reif genug sozusagen dazu. Erstmal noch nicht. Bis er dann vorschlägt, weil der Vater irgendwie ganz schön sauer wird auf Kickers, weil dieser andere Big Daddy da die ganze Zeit die Männer von ihm killt, weil der irgendwie eine offene Rechnung noch mit ihm hat. Aber die Vorgeschichte wird ja im Film noch genannt. Wie gesagt, was im Buch überhaupt nicht vorkommt. Also man weiß nicht, warum die das machen. Durch den Film weiß ich es natürlich schon längst, aber im Buch, wenn du jetzt ein Neuanfänger bist mit den Büchern und dann die Filme siehst, da wird einfach gar nichts zugenannt. Das finde ich ein bisschen doof. Aber die wollen sich halt irgendwie auch an dem rächen, weil er da irgendwas getan hat. Aber ich will euch auch nicht alles erzählen, falls ihr euch den Film selber angucken wollt. Und der ist dann so ein bisschen sauer auf Kickers, weil er denkt, er hat dann die Leute gekillt. Der Sohn kommt dann so zu ihm und gibt ihm so ein paar Tipps. Ich könnte vielleicht wissen, wie du an ihn rankommst. Er verkleidet sich selber als Superheld. Er selbst nennt sich Red Mist. Ja, also die haben alle so komische Superheldennamen in dem Film. Aber im zweiten Teil wird es noch schlimmer. Aber dazu sage ich jetzt nichts, weil der zweite Film an sich hat mir auch nicht so gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Buch, ja, ich kann über beide streiten, ja, aber dazu komme ich erstmal noch über meine persönliche Meinung. Wie gesagt, das muss keinen hier irgendwie, das muss keinen beeinflussen, das ist meine persönliche Meinung. Und damit hat sich das auch wieder geässigt. Also, auf jeden Fall verkleidet er sich dann als Superheld und lullt Kick-Ass ein, so im Sinne von, ja, er will ihn halt in eine Falle locken, hat beim ersten Mal nicht so gut funktioniert, beim zweiten Mal hat es dann doch funktioniert. Und am Ende schaffen es Hit-Girl und Kick-Ass dann die Mafia sozusagen, sage ich jetzt mal so, im Buch sollen es Mafia-Boss sein, schaffen sie es dann, ihn zu überwältigen und die Sache zu gewinnen. Kick-Ass ist natürlich ein absoluter Neuanfänger, was es ging, aber ja, das war auf jeden Fall schon mal die Hauptstory, worum es in dem Buch geht oder in dem Film. Ne, habe ich ja hier einmal Teil 1 und Teil 1, jeweils Buch und Blu-ray. Und ich weiß jetzt nicht, wo ich anfangen soll. Entweder bei irgendwas muss ich anfangen. Entweder negativen oder positiven bei den Büchern. Also bei den Filmen gibt es eigentlich nichts Positives. Nee, andersrum. Bei den Filmen gibt es nichts Negatives zu sagen. Vor allem der erste Teil, der hat mir super gefallen. Er unterhält mich heute immer noch. Ich kenne ihn, muss ich zugeben, ich kenne ihn schon ein bisschen länger, den Film. Ich meine, wer hat denn früher das nicht mal so gesehen, dass er solche Filme geguckt hat? Aber ich kenne den schon teilweise aus meiner Kindheit. Ist ein bisschen übertrieben jetzt, aber ich kenne den wirklich schon lange. Und er unterhält mich immer noch heute. Ist super lustig, super actionreich. Muss man sich mal angeguckt haben. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache, aber egal. Nun kommen wir zu dem Buch oder den Büchern. Da gibt es einige Sachen, die mich gestört haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Das mit den Namen, gut. Das lasse ich jetzt mal weg. Dazu habe ich ja schon was gesagt. Das gefällt mir nicht so richtig, aber angenommen, sagen wir mal, also das Buch war ja rein theoretisch das erste, was rauskam, bevor sie dann den Film dazu gemacht haben. Und sie haben echt einiges geändert. Also im Film, ich weiß jetzt nicht, wie der Schauspieler von Kick-Ass heißt, Aaron Johnson, denke ich, also wenn der richtig ausgesprochen wird, Aaron Johnson, Christopher Mintz-Plasse, Mark Strong, Chloe Grace Moretz und Nicolas Cage spielen in dem Film mit, sind jetzt die so Hauptcharaktere, würde ich mal sagen. Also so. Und der Schauspieler von Kick-Ass trägt eine Brille, wie im Buch auch, und hat eigentlich, also jetzt im Film, gelockte braune Haare. Im Buch hat er aber glatte blonde Haare. Das finde ich nicht so toll. Und das Kostüm von Kick-Ass ist auch ein bisschen unterschiedlich.
Ich meine, guckt euch jetzt mal da die Maske an. Und guckt euch mal hier die Maske an. Wenn euch was auffällt, schreibt es mir in die Kommentare. Aber selbst Hit Girl haben sie verändert. In echt heißt sie übrigens Mindy McCready und wird von Chloe Greg Moritz im ersten Teil und zweiten Teil vom Film gespielt. Und ihr Superheldenkostüm als Hit Girl sieht so aus, wenn man das jetzt so ein bisschen sehen kann. Ich hoffe, es spiegelt ein bisschen jetzt, weil es hier nur glatte Oberfläche ist. Aber im Film sieht die dann ein bisschen anders aus. Und vor allen Dingen im Buch wird sie, glaube ich, als 10 oder 11 10 oder 11-jähriges Mädchen beschrieben. Und landet im dritten Buch einfach mal im Hochsicherheitsgefängnis, wo sie sogar unter Drogen gesetzt wurde. Also das ist ein bisschen doof. Und vor allem für die Leute, die den zweiten Teil vielleicht auch schon gesehen haben und sich denken, warum wurde der dritte Teil nicht verfilmt? Am Ende des zweiten Buches wird Hit Girl halt ins Hochsicherheitsgefängnis eingewiesen. Und im Film haut sie aber am Ende ab. Dann verlässt sie die Stadt mit ihrem Motorrad und kehrt in die Weltgeschichte sozusagen rum, irgendwo anders. Deswegen gab es wahrscheinlich auch keinen dritten Teil, weil die Geschichte sich gespalten hat. Also, das ist das eine davon. Deswegen haben sie wahrscheinlich einfach nicht. Deswegen haben sie es wahrscheinlich einfach nicht gelassen. Obwohl, wenn es einen Film gegeben hätte, ich hätte mir den wahrscheinlich nicht angeguckt, weil es soll angeblich ein Reboot geben von Kick-Ass, aber das habe ich, das glaube ich irgendwie nicht so richtig. Deswegen, gut. Das war aber nicht das einzigste Negative an dem Buch. An einem, dass die Charaktere immer wieder geändert werden, vom Aussehen her und von den Namen her. Und die Story ist auch ein bisschen schlimmer als im Film, muss ich sagen. Im Film ist es ein bisschen mehr witziger gemacht, aber im Buch ist es weitaus brutaler. Deswegen hat mir das Buch, also es hat mir gefallen, es hat mich auch unterhalten, ja, aber sowohl im zweiten Teil von, im zweiten Film von Kick-Ass wird der Schauspieler, wird Kick-Ass der Typ selber immer noch als schlapp bezeichnet sozusagen. Also er kann immer noch nicht so gut wie ein richtiger Superheld kämpfen. Im zweiten und dritten Teil ist er dann aber mehr stärker denn je oder sowas. Was ich ein bisschen doof finde, weil das. Nee, aber ich kann es ja auch nicht so richtig beurteilen, weil ich jetzt nun den Film vor dem Buch geguckt habe und deswegen. Aber gut, bis auf diese paar Sachen gefällt mir beides eigentlich sehr und ich bereue den Kauf der Bücher irgendwie null. Ich lese sie gerne. Ich habe sie schon durchgelesen, aber vielleicht lese ich sie irgendwann nochmal durch. Kommt drauf an, ob ich Bock dazu habe oder nicht. Die Filme, wie gesagt, keine Frage, da gucke ich mir die heute gerne noch an. Ansonsten habe ich alles gesagt, was ich sagen will. Ich hoffe es. Eigentlich gibt es, das einzigste Schlimme ist halt nur, dass die Gewaltszenen im Buch ein bisschen schlimmer sind. Und das hat mir nicht so richtig gefallen. Und dass einige Sachen, die im Film vorkommen, im Buch überhaupt nicht vorkommen. Also, das finde ich jetzt auch nicht so toll. Aber naja, es ist meine Meinung und wenn das irgendjemand von euch beurteilen kann, oder derselben Meinung ist oder die Filme auch gerne gesehen hat oder sie generell irgendwann mal gesehen hat, kann mir das ja einer mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich sagen, das war's mit dem Video. Es war mal wieder ein längeres Video, aber ich hatte auch wieder viel zu labern. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ich noch so für Videos drehen soll. Ich soll auf jeden Fall auch noch mal auf irgend so einen Song von UFO reagieren. Und ansonsten bin ich jetzt gerade noch planlos. Das werde ich wahrscheinlich die Woche über noch machen. Also ich weiß es nicht, weil nächste Woche werde ich wahrscheinlich keine Videos hochladen, da ich ja eine Zahn-OP habe. Das habe ich auf meinem Zweitkanal schon erzählt, auf Hobbylos TV Gaming. Und ja, ansonsten würde ich sagen, das war's. Bleibt natürlich auch gesund und munter, ihr alle da draußen.
Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Ciao!